Eine wunderschöne guten Morgen. Ich habe euch versprochen, dass ich heute vielleicht ein Video drehe mit den neuen Produkten von Kim Kardashian, was sie gestern bekommen habe. So, ich habe da eine Beschreibung und ich werde Concealer, Baking Powder und Brightener auftragen, um zu sehen, meine großen Augenringe zum Abdecken, wie man das tut. Und ich fange mal an. So, ich habe den Concealer, den Nummer 2. Und ich schaue ganz genau, wie das so geht. Oh, oh. Ist ein bisschen zu hell gegenüber meiner Hautfarbe. Aber schauen wir mal. So, ich habe so Applicator noch dazu. Ich trage das überall, weil ich bin echt dunkel unter die Augen. Aber wie ihr seht, das deckt echt super ab. Ich finde das echt cool. Na, bitte. Augenringe sind weg. Normalerweise verwende ich meine Finger, aber mach mal, wie die Madame sagt, wie in Beschreibung steht. So. Es geht rucki zucki und verdammt normal. Das deckt echt super alles ab. Schaut es mal los an. Ich bin aber so weiß. Okay. Okay, und jetzt dann muss man abbecken. Baking Powder. Okay. So, bis ich das ganze Puder back, ich werde probieren, ein bisschen die Palette für Farben und ich werde die drei Farben verwenden, weil die sind ziemlich matt und ich liebe es und ich fange mit den ganz hellen Farben und dann trage ich auf mein Lid. Das ist so ein leichter Orange, Nude, aber das schaut echt super aus, das sind echt stark pigmentiert, ich liebe es. Ich mache das weiter auch. Ich will heute nicht zu viel schminken. Ich tue nur so ein leichtes Augen-Make-up machen, weil ich habe echt keinen Bock, mir am Abend zu viel zu abschminken. Schön, oder? Ich finde es echt schön. Die Pinsel zum Auftragen sind echt super. Bitte, dann nehme ich die dunklere. Und trage einfach am Ende das Auge. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Super. Bitte. Nur ganz wenig. Wie gesagt, ich will nicht zu übergeschminkt sein. Heute vier. Zu Hause sein oder Wäsche waschen. Nach dem Urlaub. Ich habe so viel zu tun, aber ich wollte unbedingt euch sagen, wie toll die Produkte von Kim Kardashian sein. Hm? Schön, oder? Diese schöne Farbe. So, und das rötliche Teder, will ich ganz genau in der Mitte ein bisschen auftragen. Und vielleicht unterhalb. Hübsch. Unterhalb und ein bisschen da. Ja, ganz wenig. Heute mache ich. Muss ich sagen. Toll, oder? Und jetzt anblende ich alles aus, dass das nicht so extrem
Oh, schöne Farben, echt. Ich muss ehrlich sagen, die Qualität ist super. Stark pigmentiert. Ich habe aber 3 Paletten oder 4 gekriegt. Schön, oder? Super. Vor allem diese leichte Orangeton passt und blaue Augen dazu. Unfassbar. Okay. Und ich werde auch ein bisschen Gold auftragen. Diese Farbe hier. Das hier. Nur ganz wenig. Das nicht so. So, dass man diese schöne Nase Look, schöne Ausstrahlung. Okay. Guck mal. Super. Boah, das ist aber stark pigmentiert, muss ich ehrlich sagen. Da. Cool, oder? Ich bin so glücklich. Das ist so schön. Okay. Jetzt verwende ich ein bisschen Make-up. Und das ist nur so ein Wasser-Make-up vom Le Beige Chanel. Du hast nur ein bisschen auf meinem Pinsel, dass das nicht mehr so weiß bin. Trage da ein bisschen auf. Okay. Ihr seht, das ist echt so ein leichter Make-up, weil ich möchte meine Bräune, was immer hart gearbeitet habe in Tel Aviv, wegblenden. Also, wie ihr seht, ein bisschen Make-up. Dass man nicht so unebenmäßig ausschaut. So. Toll, oder? Cool. Und ich werde verwenden auch ein bisschen Lipgloss, Konturstift und dann Lipgloss. Es ist so eine Nude-Farbe. Ich liebe es. Na, ganz wenig. Ich will jetzt auch nicht übertreiben. So. Das ist die Farbe Nude 4. Das Einzige, was ich sagen will, über diese Lipgloss, man, die Textur ist fantastisch, aber es hat so einen komischen Geschmack. Mag ich nicht so. Aber so ist es. So, dann werde ich ein bisschen mit meiner Puder vom Sisley arbeiten. Das ist so ein Trio-Puder. Ich liebe es. Das hier. Und ich tue ein bisschen meine Knochenwangerlern bearbeiten. Weil ansonsten, dass das ein bisschen passt mit dem Make-up, mit dem Augen-Make-up. Nur ganz wenig tue ich. Ja. Okay. Und ein bisschen Blush. Selbstverständlich vom Chanel. Ich liebe es, dass man nicht so nur ganz wenig auf. Und meine Augenbrauen ein bisschen nach oben fixieren.
Wimperntusche. Selbstverständlich vom Givenchy. Ach, Le Volume, ich liebe es. Weil, mach nur ein bisschen. Du hast ein natürliches Finish. Die Wimpern sind lang definiert. Schaut nicht so nude aus, ne? Na super, habe mir alles aufgeschmiert. Ihr seht's. Na früh ist für mich ein bisschen schwierig. Ach, du liebe Zeit. Und weg ist es. Ah ja, Highlighting. Was ich sage, man soll ein bisschen highlighten. Na bitte. Highlighting, haben wir angemacht. Ich finde, dass das sehr schön ausschaut. Für easy look, für jeden Tag. Die Farben sind hübsch. Ich werde mit euch in mein Zimmer gehen, dass man richtig die Farben sieht mit meinem Light, Special Light. So, bitte. Das ist echt schön, also leichter Finish. Die Produkte sind ganz toll, also ich bin so stolz. Das zu besitzen, also die ganzen Produkte, was ich gekriegt habe, das sind mega. Und ich kann nur ein gutes Feedback geben darüber. Nur den Lipgloss hat einen komischen Geschmack. Also, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns am Montag. Ich bin wieder in Dienst nach 14 Tagen Urlaub. Pussy von eurer Claudia.